So, kommen wir zum nächsten Thema, Power BI. Ja. Markus, was hat sich da getan? Das ist ja auch schon ein bisschen her, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, und im Grunde wir müssten uns, was natürlich nett wäre, eigentlich jeden Monat zusammensetzen und reden, weil wer mit Power BI schon gearbeitet hat, weiß ja, jeden Monat kommt das Tool und nervt und sagt, installiere die neue Version. Also diese Geschwindigkeit ist atemberaubend und die ist natürlich von Microsoft extra gemacht, um an den anderen Tools auf dem Markt, wie Qlik und Tableau und so, irgendwann mal möglichst bald vorbeizuziehen. Ja, und sie behaupten, dass sie es in vielen Punkten schon geschafft haben. Und da kann man ihnen zum Teil wirklich recht geben, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit atemberaubend ist. Und wenn wir jetzt mal uns die Hauptfeatures angucken, dann muss ich da wirklich ganz stark reduzieren, denn man kommt wirklich ins Erzählen. Die ganze Visualisierungsseite lasse ich mal weitgehend weg, weil alleine was es da an neuen optischen, grafischen Möglichkeiten gibt. Ursprünglich war ja Power BI mal so ein ganz reduziertes, reines Analysewerkzeug. Es ging mehr um die animierten Grafiken und ums Draufklicken. Und jetzt wird es immer mehr zu einem Reporting-Tool, wo wir alle gesagt haben: Leute, ihr habt doch Reporting-Services im SQL-Server, ihr braucht kein neues Reporting-Tool, ihr habt das Beste schon in der Tasche. Ja? Das ist nach wie vor so, sagt auch Microsoft, aber die Anwender sagen: Oh, wir haben jetzt dieses Power BI, ich will, dass meine neuesten Berichte auch fliegen können. Das ist ja auch so ein Trend, den man auf der Microsoft-Plattform sieht, dass man eigentlich alles irgendwo irgendwie einknüpft und einstellt. Man sieht Ja. man auch bei Teams, dann ist plötzlich, da gibt es einen Reiter für Ja. OneNote und so weiter. Also dieses Genau. Verknüpfen von den ganzen Services, dass man als Ja. Anwender da, wo man ist, die Dienste, die verfügbar sind, irgendwie auch tatsächlich sofort nutzen kann. Ja. Also ich hoffe, denen gelingt eine gute Verknüpfung irgendwann Ja, mal, gut. weil eigentlich finde ich, ist das so, ne, man versucht da also eine Schraube Hammer in die Wand zu Ja. treiben, weil das eine ist ja wirklich dieses Corporate Reporting Pixel genau, sieht immer gleich aus, kann ein Format einer deutschen Rechnung erzeugen, im PDF automatisiert per E-Mail verschicken. Ja, und es gibt auch viele andere Reporting-Tools auf der Welt, die das können. Das ist ein echtes Business-Bedürfnis und das hat nicht nachgelassen. Ja? Und Power BI kommt aus einer ganz anderen Ecke, interaktiv, bewegt sich. Ja? Und trotzdem, man kann eigentlich darauf wetten, weil Power BI sich ja sehr stark nach den Benutzerwünschen entwickelt. Und die Benutzer wünschen sich eben: Ich will genau dieselben coolen Features haben wie in Reporting Services. Ja? Und wünschen sich natürlich vor allem deshalb, weil sie die kennen von Reporting Services und vermissen. Ja? Und da wird jetzt eben viel, viel Und die nachentwickelt. Darstellungsform, klar, bunte Bilder, schöne Auf-Visualisierung ist natürlich Ja, eins. und dass sie sich bewegen, anders Ja. als bei Reporting Services, das werden die nie machen bei Auf Reporting der anderen Seite Services. steht und fällt es ja mit den Daten und der Qualität der Ja. Daten. Gibt es denn da neue Sachen, wie ich an Daten rankomme, wie ich sie säubern kann, wie ich sie aufbereiten kann? Also es ist ja drin, und das kann man nicht genug loben, in Power BI jetzt diese Funktionalität Power Query, laut Microsoft The Get Data Experience. Aber das Ding ist ein Hammer und bleibt ein Hammer. Da sind auch ein paar neue Sachen passiert. Es passiert überall Neues, aber die Funktionalität ist eigentlich schon sehr, sehr gut, wenn es ums Laden und Auseinandernehmen, Zerpflücken, wieder Zusammensetzen von Daten geht. Da drin ist ja eine Skriptsprache versteckt mit dem leicht zu merkenden Namen M. Ja? Und die ist einfach fantastisch. Ja? Also man kann da grafisch seine Ladevorgänge modellieren und man schreibt damit quasi ein M-Skript und kann dieses M-Skript überall wiederverwenden, auch in Analysis Services wiederverwenden. Es ist faktisch eine einfache Möglichkeit, einen Ladevorgang zu skripten. Ja? Total toll. Wir wünschen uns da auch noch mehr Integration mit Integration Services, dass der auch irgendwann M kann, war mal versprochen, kam dann nicht und so. Also dieses ganze Ladethema ist da schon sehr, sehr gut abgehandelt. Ich sag mal, was den Leuten echt auf die Füße gefallen ist, was ihnen auch wehtut, ist diese Lizenzänderung. Also Microsoft hat beschlossen, dass, anders als anfangs, man immer, wenn man auf freigegebene Daten zugreifen will von irgendjemandem, freigeben heißt in der Regel über die Azure Cloud, dann braucht man die Power BI Pro Lizenz. Jeder, der da drauf gucken will. Ja? Das war anfangs anders, da konnte man eben auch Daten freigeben und dann konnten Leute ohne eine Lizenz oder nur mit einer kostenlosen Lizenz, mit einer Free-Lizenz draufschauen. Und da hat Microsoft irgendwann gesagt: Nee, also jetzt Schluss aus Ende, ab jetzt nur noch mit Power BI Pro. Und das hat bei einigen Leuten ist den sauer aufgestoßen, die hatten sich schon dolle Konzepte überlegt, wie das ganze Unternehmen, ja, wenn die Leute ja wirklich das nur als Reporting-Tool benutzen, keine eigenen Berichte bauen wollen, dann haben die gesagt: Oh super, die brauchen nur eine freie Lizenz und nur die paar Leute, die richtig was bauen wollen, die brauchen hier die Pro-Lizenz. Jetzt ist so eine Pro-Lizenz mit irgendwie, weiß ich nicht, 7, 8 € pro Nutzer und Monat,
ist jetzt nicht unbezahlbar, aber es ist was ganz anderes, als wenn ich das nur für 3-4 Leute brauche. Mhm. Und dann ist es ja faktisch so, dass die 3-4 Leute, wenn ich die jetzt die Lizenz habe und die wollen ihre Ergebnisse verbreiten, na, dann ist das jetzt eben so, dass die anderen auch alle eine Lizenz brauchen. Mhm. Das hemmt so ein Projekt ja erstmal ganz schön. Mhm. Ne? Aber also, könnte man zum Beispiel sagen, die Lizenz haben, erzeugen den Report, verpacken den dann, exportieren den in PDF und verteilen den darüber? Wäre sowas möglich? Das wäre möglich, wenn es einen PDF-Export gäbe. Okay. Ja, also wobei, da gibt es jetzt auch Möglichkeiten. Also die Feature-Liste war lang und man hat sich Drucken gewünscht. Mhm. Ne? Drucken geht lustigerweise nur in der Cloud. Also in der Cloud kann ich einen Bericht ausdrucken, kann ich natürlich PDF nehmen. Ja? Mhm. Und es gibt auch eine Menge Third-Party-Tools, die sich natürlich genau schon damit beschäftigen, weil jeder weiß, ja, die Leute werden total verrückt drauf sein, ihre Power BI-Berichte irgendwie ins Papier zu kriegen. Was nebenbei gesagt mit Reporting-Services perfekt funktioniert, aber Power BI muss es jetzt eben auch lernen, was ja bescheuert ist, denn das bewegt sich ja eigentlich so schön. Papier bringt mir da ja nichts. Ne? Also es gibt andere Tricks. Ich meine, dieses Arbeiten mit diesen PBIX-Dateien im Power BI Desktop, das bleibt nach wie vor komplett kostenlos. Mhm. Und natürlich kann ich diese PBIX-Datei nehmen, kann die einem Kollegen zur Verfügung stellen, die Datei selber, da sind die Daten ja auch drin, oder auch nicht, wenn ich Direct Query mache, und dann kann der auch auf die zugreifen. Und diese etwas hölzerne Variante, also ohne Cloud, die funktioniert nach wie vor ohne Lizenzen. Ja. Aber ich denke auch, noch der viel größere Durchbruch ist jetzt endlich der Power BI Report Server. Lustiger Name, der geht schon in die Richtung. Der ist eine Installation von Power BI On-Premise. Okay. Also der bringt die Funktionalität von der Azure Cloud. Und zwar nicht alle, sondern eigentlich nur einen relativ kleinen Teil. Aber das Wichtigste, nämlich die Reports, ja, die bringt er auch ins lokale Netzwerk und plötzlich brechen die Dämme. Ja, also es gibt ja viele große Unternehmen, die noch so eine komplette No-Cloud-Strategie fahren, ja, und da purzeln die Anfragen nur so, Power BI Report Server, jeder will ihn haben, jeder will sofort ein Proof of Concept machen, mal gucken. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ich gehe also als Dane, der den Power BI Report baut, in die Cloud, baue das alles zusammen und dann habe ich nachher ein Päckchen, was ich auf den Report-Server runterlade? Oder wie muss man sich jetzt vorstellen? Wie kommen die Daten dann auf den Report-Server? Naja, nichts mit Cloud. Ich nehme meinen Power BI Desktop und designe meine Daten, also mache einen Ladevorgang, ich mache ein Modell und mache darauf coole Berichte. Und wenn ich es jetzt veröffentlichen will, dann musste ich früher sagen, veröffentlichen Azure Cloud. Und jetzt kann ich sagen, alternativ veröffentlichen Power BI Report Server. Und der steht dann bei mir lokal, der nimmt das alles an sich, ja, und kann es dann im Browser darstellen. Integriert übrigens in Reporting Services. Okay. Also da wachsen die schon zusammen. Ja. Ja. Aber das heißt, ich habe dann sozusagen funktional von den Berichten hier keine Unterschiede. Auf deiner Cloud. Also, alles dasselbe. Du gesagt hast, der Power BI Server hat einen kann nicht alles. Naja, man muss eins, also zum Beispiel diese Q&A-Funktionalität, dieses Fragen und Antworten, wo man in echter Sprache nach seinen Daten fragen kann, die gibt es nur in Azure. Mhm. Und man muss auch nochmal sagen, aber das muss ich gleich erklären, die Funktionalität Dashboards gibt es nur in Azure. Aber da habe ich jetzt die wichtige Funktion, aus der Welt zu erklären, Microsoft versteht bei Power BI unter Dashboards das absolute Gegenteil von dem, was jeder normale Mensch davon verstehen würde. Mhm. Also, weil ich habe schon Kunden gehabt, die gesagt haben, wie, die Dashboards gibt es nur in der Cloud? Ja, dann bringt uns die lokale Variante ja gar nichts. Ne? Ja. So, was ist laut Microsoft, also das, was ein normaler Mensch als Dashboard versteht, ist bei Power BI ein Report. Ich habe eine Seite, da sind viele Grafiken drauf, die interagieren miteinander. Mhm. Ich habe einen Überblick, ich kann raufklicken, gehe in Details rein. Was jeder normale Mensch ein Dashboard nennt, das ist bei Power BI ein Report. Was ist denn jetzt ein Dashboard? Mhm. Ein Dashboard ist, wenn ein, ich sag mal, Analyst auf diese Berichte raufgeht, sieht sich die ganzen Grafiken an und sagt, wow, die finde ich aber wahnsinnig spannend, die da oben links. Die will ich ab jetzt jeden Tag morgens als erstes beobachten. Pin to my Dashboard. Und also dann wird die an sein Dashboard angepinnt, wird rausgerissen aus dem Report, wo sie drin ist. Ja, und dann ist sie auf seinem Dashboard. Jeder kann sich also sein persönliches Dashboard zusammenstellen aus Elementen, die er aus anderen Berichten klaut. Ja. Und die sind dann übrigens nicht mehr miteinander verbunden. Die laufen völlig unabhängig. Sie machen also was anderes, als man von Dashboards eigentlich denkt.
Und also die Funktionalität ist eher wie so eine Art Favoriten. Okay. Ne? Wie so ein Serviervorschlag. Ja, man kann die ja auch nehmen und publizieren und sagen, ihr, der ihr euch für, keine Ahnung, Stromkosten interessiert, schaut doch mal auf dieses Dashboard. Mhm. Aber jeder Einzelne soll dann sagen, okay, interessiert mich nicht, oh, das pinne ich mir da noch ran. Und das ist ja vollkommen, also eine coole Sache, mancher macht es, mancher nicht, aber es ist nicht so wichtig, dass es im lokalen Power BI Report Server fehlt. Ehrlich gesagt, ist mir jetzt nicht so wichtig. Also Report Server, also nicht Report, sondern Power BI Server, die On-Premise. Endlich On-Premise, genau. Hast du noch was Neues für uns? Ach, naja, es gibt so viel. Ich weiß gar nicht, wo man hingehen soll. Also, was mir in letzter Zeit, was ich mal live ausprobiert habe, kann man auch im Ceteris Blog nachlesen, ist der Zugriff auf SAP BW und SAP HANA. Ja, der war schon immer drin und wurde das immer verbessert. Und jetzt habe ich das mal in der aktuellen Version mir mal ausführlicher angesehen und ich muss sagen, wow, also wer erstmal überhaupt seine Daten in so ein BW geschafft hat, ja, muss man ja auch zahlen, ist ja auch ein großer Aufwand, das da reinzuholen, der kann dann da auch direkt mit Power BI draufgehen. Auf sein ERP kann er nicht direkt drauf. Mhm. Ne? Das wird von SAP auch immer noch klein gehalten und nicht unterstützt. Ja? Aber auf sein BW oder auf sein HANA kann er direkt draufgehen. Und das ist sowas von komfortabel. Mhm. Hammer. Ja? Hat sich noch nicht so rumgesprochen. Ich glaube, wenn das erstmal soweit ist, dann kriegen wir da Self-Service-Lösungen, dass es rauscht. Was für uns eigentlich für Talking Insights ein bisschen traurig ist, ist immer noch die Integration mit SharePoint On-Premise. Nada. Naja, gut. Die interessieren sich nicht füreinander. Okay, ja. Aber die Integration mit SharePoint Online, okay, ja, da gibt es ein Webpart, was mich jetzt auch nicht so vom Stuhl haut, ja, aber zumindest ist schon mal was da. Ich finde, da könnte viel mehr passieren. Mhm. Also die Integration in SharePoint Online, also da muss noch was. Was auch super ist, ist, dass eine Riesenmenge von, vielleicht machen wir da mal eine Podcast-Reihe drüber, Dritthersteller-Tools für Power BI, weil das sprießt jetzt nur so. Ja. Dabei hat Microsoft ja erstmal noch gar nicht so viel offengelegt, aber an Schnittstellen und so, und dann ändert sich das auch noch ständig, ja. Aber es sprießt. Zum Beispiel gibt es, also das finden wir total super, wir sind ja so klassische Anhänger einer guten Visualisierung. Mhm. Gute Visualisierung, wie damals Professor Rolf Hiechert das entwickelt hat, das Prinzip Success, hat er jetzt an das IBCS-Konsortium übergeben. Das ist ein klarer Satz von Regeln, wie alle Visualisierungen auszusehen haben, wenn sie leicht verständlich sein sollen, wenn man da die wesentlichen Daten einfach rauslesen kann. Ein super Prinzip, ja. Leider mit Power BI unmöglich umzusetzen. Mhm. Unmöglich. Mhm. Power BI hat völlig andere Regeln, andere Visuals, wie die sagen. Ja. Und da gibt es jetzt zum Beispiel von Zebra BI, das ist auch so ein Dritthersteller, der sowas schon für Excel hatte, der hat das jetzt auch als Custom Visual für Power BI. Das heißt, ich kann diese Visualisierung, dann mache ich das ja unternehmensweit. Wir haben viele Kunden, die sagen, in meinem Unternehmen kommt mir kein Bericht auf den Tisch, der nicht nach IBCS-Success gestaltet ist. Und die haben da vorher, zack, ein Ende gehabt, wenn es um Power BI geht, nö, da wird jetzt alles bunt, da bewegt sich alles und so. Und jetzt bewegt sich das und ist, na bunt ist es immer noch nicht, weil das findet Professor Hiechert nicht gut, mit Recht. Aber das geht alles wunderbar mit dem, wie heißt das, mit dem Power BI Custom Visual für IBCS. Da gibt es also mittlerweile eine richtig nette Drittanbieterlandschaft, die genau. Zum Beispiel ein Klassiker, Planung. Daten planen. Das ganze Controlling sagt, ja, ihr habt jetzt ein tolles Analyse-Tool, aber ich will sofort auch planen, wie man es ja in Excel kann. Auch nicht so einfach, aber es geht. Ja. Da gibt es von poweronbi.com gibt es ein Tool, mit dem kann man in die Power BI-Berichte reingehen und Daten zurückschreiben. Blub, reingeschrieben und sofort passen sich die herrlichen, flexiblen Visualisierungen an. Also es macht viel Sinn, sich da mal in dieser Community umzusehen, was da so entsteht. Da wird Power BI auch nochmal ganz stark nach vorne getrieben und das ja, hebt es wieder mehr aufs Enterprise-Level. Kurze technische Frage, wie wird das gemacht? Ist es ein Add-in in Power BI? Sind es Templates oder gibt es eine spezielle Schnittstelle? Das sind eigentlich immer die Hauptschnittstelle sind diese sogenannten Custom Visuals. Mhm. Ja. Die kann man sich runterladen. Das ist so ein simples Dateiformat, was man in seinen Power BI Desktop einlinken kann. Ja, und wenn man die dann veröffentlicht, dann werden die auch lauffähig in der Cloud. Auf dem Power BI Report Server muss man immer gucken, also on-premise, ob die alle funktionieren. Das ist noch nicht bei allen so gegeben.
Wir haben uns auch mal darin versucht, sowas zu entwickeln. Wir waren am Anfang total demoralisiert, weil Microsoft die Schnittstellen faktisch jede Woche geändert hat. Mhm. Ja, und das ist natürlich umso ärgerlicher. Du hast was entwickelt und willst es einem Kunden vorstellen, eine Woche später, und stellst fest, oh, die Schnittstelle hat sich geändert. Und hat sich mir was geändert. Ja, das ist jetzt ja etwas konstanter geworden. Ja. Und wer darin viel investiert hat, der wird natürlich jede Woche die Schnittstelle anpassen, wenn Microsoft die ändert. Und darüber ist eben diese reiche diese Infrastruktur gewachsen, was es alles gibt an Zusatztools. Also immer mal reinschauen.